Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Mass Effect 3 für die Xbox 360 auf der Xbox One. Und im letzten Part haben wir herausgefunden, wer versucht, unsere Identität zu stehlen. Und es ist niemand anderes als Shepard. Wie kann das sein? Ja, gute Frage. Scheinbar hat Cerberus es geschafft, zwei Shepards zu reanimieren. Und zwar einen, ja, einen echten, der sind wir, und einen geklonten, ohne Erinnerungen. Und genau dieser versucht jetzt hier... Wo ist der andere Ich hin? Er rückt in die Archive vor. Gruppen zusammenhalten. Team Mako, Sie bilden die Vorhut. Jawohl. Was ist dein Mako? Etwas, das wir jetzt gut gebrauchen könnten. Team Hammer, Sie übernehmen die Flanke. Verstanden. Und der Mako ist dem Hammer in nichts überlegen. Genau, also der ist ohne Erinnerungen erschaffen worden von Cerberus. Und die versuchen jetzt an uns ranzukommen. Oder der versucht jetzt seine Identität durchzusetzen. Und das geht ganz schön auf den Sack. Ja, und jetzt sind wir hier in den Archiven festgesetzt. Und er versucht uns die Normandy zu klauen. Schauen wir mal, ob wir das rückgängig machen können. Was haben wir denn hier? Archive 042. Ein Riesenkomplex, wenn ihr mich fragt. Okay, und diese Erlaubnis haben wir scheinbar nicht. Aber wir sind ja auch so reingekommen. Dank James' super Idee, einfach mit einer Bombe hier reinzukommen. Hat aber gut funktioniert. Also ich will jetzt das Ganze nicht schlecht reden. So, wir haben hier zwei Scanner, wo wir aber einfach durchmarschieren können. Das ist okay. So, und dann haben wir einen MP-Kraftverstärker. Den nehme ich gerne mit. Ein Medikit, das gibt uns zusätzliche Erfahrungspunkte, weil wir keins eingesetzt haben. Munition, okay. Und zwei Türen. Warum zwei Türen? Okay, führen beide in denselben Raum. Wow, echt riesig. Ich möchte wissen, was Ihr Klon hier drin sucht, Shepard. Abregelung eingeleitet. Zum jetzigen Zeitpunkt ist alles möglich. Wie aufzuwachen und rauszufinden, dass Sie einen Klon haben? Ich möchte nicht darüber reden. Zumindest nicht, bis jeder ein wenig Alkohol konsumiert hat. Ja, vielleicht besser. Okay, wow, das ist ein riesiger Raum. Ich glaube, so einen riesigen Raum hatten wir in ganz Mass Effect noch nie. Krass. Und ich kann... Wie soll man hier drin irgendwas finden? Cliff? Ja, Commander? Spür das Ziel auf und halte mich über seine Position auf dem Laufenden. Um was für ein Ziel handelt es sich? Es sieht aus wie ich. Dann habe ich das Ziel gefunden. Cliff, ich bin's nicht. Und jetzt los. Sofort, Commander. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in diesem riesigen Raum hier nochmal einen Kampf geben wird. Ich finde auch sehr cool diese... Ja, sollte man sagen, Cameos, dass halt unser Team hier immer mal wieder an uns vorbeiläuft. Das ist großartig gemacht. Richtig, richtig gut. Oha. Okay, runter da. Runter! Vielleicht sollten wir Verstärkung wieder anmachen. Ah. So, Verstärkung wieder anmachen. Das sollte ich mir echt angewöhnen. Das gibt uns einfach mehr Power. Einen Weg zum Umgehen finden. Shepard, gehen Sie auf die Plattform, dann können wir Sie von hier aus absenken. Okay. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Nee. Schön. Ach so. Und nu? Boah, gut. Machen wir das doch. Was haben wir denn hier? Eine M7 Lancer. Die wir noch nicht nehmen dürfen, weil wir erstmal mit diesem Shuttle durch die Gegend fahren müssen. Interessant.
Hier steht, diese Waffe war im Erstkontaktkrieg im Einsatz. Im Jahr 2157. Ja, okay. Ja, damals, als sich Menschen und Turianer noch gegenseitig an die Kehle gingen. Commander, Ihr anderes Ich ist 200 Meter vor uns und sucht etwas. Okay. Verstanden. Ein Kampf gegen den eigenen Klon. Wer hätte das gedacht? Aber praktisch. Alles, was Sie nicht selbst tun wollen, Shepard, können Sie ihm überlassen. Wie ein persönlicher Butler? Ich will nicht drüber reden. Dann gucken wir mal, soll auch Ihr Klon machen, ob wir schneller finden, was er sucht. Oha. Oha. Ich brauche mehr Zeit, um die Kammer zu erreichen. Halten Sie Shepard von mir fern, sonst träumt. Was für eine Kammer? Was für eine. Wow. Onkel Erdnard hat ein Geschenk für dich. Warum ist eigentlich unsere Verstärkung... Nee, ist an. Ist an. Wieso auch immer es so aussah, als wäre es aus. Normalerweise haben wir doch dann so einen Biotikrahmen, unsere... Rüstung, oder? Normalerweise. Okay, schnell rüber. Und runter. Ihr kriegt jetzt Granaten zurück, ihr Leute. Ihr Leute, genau. Ihr Idioten. So. Sterbt da. Wow, wow, wow. Okay. Ich treffe da ein paar, aber ich kann sie nicht vernünftig treffen. Kann dieser Nebel sich mal bitte verziehen? Dankeschön. Sehr gütig. So langsam haben wir auch... Ja. Genau, danke Drohne. Aber ich möchte an dir nicht meine Munition verbrauchen. Komm, geh fliegen. Reicht nicht? Schade. Aber du explodierst jetzt. Naja, fast. Ein bisschen. Vielleicht so ein bisschen. War keine wirkliche Explosion. So. Tschüss. Okay, ich glaube... Ich glaube, den gröbsten... Wir treffen uns auf der anderen Seite. Den gröbsten Teil haben wir. What? Du willst das nicht. So. Wir bräuchten Munition. Das wäre super. Kommen wir da rüber? Nee. Okay. Da auch da wieder so ein Ding. Ja, man sieht das eigene Team, aber man kann nicht zu ihm. Das ist cool gemacht. Ohne Scheiß. Da war Munition bei, ne? Ja. Okay. Ganz nah an die Gegner und richtig schön reinklotzen. Sehr schön. Immer wenn ihr explodiert, kann ich mich freuen. Das macht mir nämlich besonders viel Spaß. So. Wir liegen unter Beschuss und brauchen Hilfe. Sind unterwegs. Wir sind schon da. Fast. Eliminieren. Ich brauche mehr Zeit. Okay, Team Marco ist in Bedrängnis. Oh, da kommen von hinten welche, Shepard. Wir brauchen. Deshalb hänge ich so gern mit euch allen ab. Warum einmal schießen, wenn's mit 47 Kugeln auch geht? Ist wahr. Mein
anderes Ich kann nicht weit weg sein. Weiter Druck machen, dann umzingeln wir ihn. Bewegung. Eindringlinge wurden entdeckt. Begeben Sie sich bitte zum nächsten Notausgang. Okay. Ich schätze, wir müssen da lang. Was ist denn das hier? Jahr 2157 CE. Erstkontaktkrieg. Verhör der Turianer. Kammer T91. Sir, wir haben diesen Menschen hier bei der Belagerung von Shoshi gefangen genommen. Ein Mensch. Ich habe noch nie einen getroffen. Und ich habe noch nie einen Vogel getroffen. Er trug diese Waffe bei sich, Sir. Sehr primitiv. Erwartet deine Art etwa, mit so etwas den Krieg zu gewinnen? Kugel ist Kugel. Ihr müsst noch sehr viel lernen. Und wenn wir die Erde erobert haben, werde ich es euch mit Freuden beibringen. Interessant. Aber typisch turianisch irgendwie, ne? So, wir sind die Besseren im Krieg. Na gut. So, wo ist unser toller Shepard-Klon? Weit weg sein kann er ja eigentlich nicht mehr. An einem Ort. Das reicht bestimmt Jahrtausende zurück. Auch bezeichnet als Nickerchen. Ich bin froh, dass ich das alles verschlafen habe. Ich wüsste zu gerne, was mein anderes Ich hier drin sucht. Auf den Rat durch den kurganischen Overlord Craddock. Audio folgt. Ich habe genug gehört. Hätten die Kurganer sich nicht gegen die Rachni gestellt, wärt ihr ihnen heute alle ausgeliefert. Ihr gebt uns nicht, was wir verdienen, und zwingt uns somit dazu, es uns zu nehmen. Wir werden den Planeten Lucia niemals verlassen, so sehr die Asari auch weinen. Botschafter Craddock, Sie schaden Ihrer Sache mit diesem Gewaltausbruch. Falsch, Salarianer. Endlich ist unsere Sache stark genug. Die Verhandlung ist beendet. Krass. Das finde ich richtig, richtig gut gemacht. Ah. Und dann wird es hier von so einem Cut-6-Vollidioten gesprengt, ne? Kurganischer Todesstoß! Ja, sehr geil. Danke, Rex. Fehlfunktion entdeckt. Verständigen Sie bitte das Wartungspersonal. Okay. Fehlfunktion entdeckt. Dann erzählen wir dem Wartungspersonal mal, dass wir hier so reingefallen sind, ne? Mit einer Bombe. Wo sind die anderen da? Vor allem, warum hat der Gegner uns überhaupt nicht angegriffen? Der ist einfach nur vor uns der hat sich weggeduckt vor uns. Aber Rex geht jetzt voll auf Nahkampf. Seit wann macht er das denn? Wäre es wohl möglich, dass die Comedians auch mal was treffen? Ach, Kacke, da geht die Biotik daneben. Down. Onkel Erdnard hat ein Geschenk für dich. Ich finde Rex super. Schade, dass er hier nur Cameo-Auftritte hat. Gesichert ist es aber immer noch nicht. Da ist auch noch einer, okay. Stirb einfach. So. Ich glaube, wir haben alle erwischt. Okay. Das heißt, Sie haben das getan. Beziehungsweise der Kurganer. Hammer und Mako, weiter vorrücken. Jawohl. Hammer C940. Das sind die letzten KIs auf der Citadel. Diese Auslöschung ist gegen das Gesetz. Warum halten Sie daran fest, obwohl die Anhörung unseres Einspruchs noch gar nicht stattgefunden hat? Ruhe. Sie wissen, dass der Rat niemals sein eigenes Edikt zurücknimmt. Warte auf Ihren Befehl, Sir. Löschen Sie uns nicht aus. Los! Okay. Okay. Aber KIs sind ja sowieso verboten. Von daher ist das alles irgendwo im Bereich des Legitimen, würde ich mal sagen. Denn KIs sind zu gefährlich. Deshalb sind nur VIs erlaubt. Ja, das habe ich so mittlerweile begriffen.
Okay, aber bevor wir jetzt da durchgehen, möchte ich hier noch gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Nichts vergessen und so. Das passiert mir leider viel zu häufig. Aber es sieht nicht so aus. Nee, in so einem Kampfraum legen sie dann doch irgendwie ungern etwas. Wobei, ja, ganz am Anfang hier in diesem, als wir in die Archive gekommen sind, lag dann halt doch was rum. Und deshalb muss man immer ein wachsames Auge bei sich haben. So. Noch tiefer rein. Okay. Was wartet hinter dieser Tür auf uns? Na komm schon. Ebene 3. Okay. Noch mehr, natürlich. War aber nur einer? Ach nee, da hinten kommen noch welche. Okay. Wer ist jetzt die Leiche? Schätzungsweise die Gegner. Also die halten schon ziemlich viel aus, so im Gegensatz zu einem normalen Cerberus-Gegner oder so, aber... Fehlfunktion entdeckt, natürlich. Jahr 2183 CE. Schlacht um die Citadel. Angriff des Geth-Schlachtschiffs. Kammer X5. Sie sehen, dass schon in den ersten Minuten des Angriffs der Sakara-Bezirk nahezu vollständig zerstört wird. Unterbrechung. Spectre-Status erkannt. Commander Shepard. Die folgenden Informationen unterliegen der Geheimhaltung. Der unbekannte Aggressor ist vermutlich ein Reaper, der beim Angriff auf die Citadel Hilfe von dem abtrünnigen Spectre Saren erhält. Der Reaper Sovereign wird von der 5. Flotte zerstört. Okay. Und warum sollte das jetzt Geheimhaltung sein? Unter Geheimhaltung sein? Was? Jahr 2183 CE. Schlacht um die Citadel. Nee, das kennen wir schon. Okay. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas anderes. Hier ist auch nichts. Nee, gut. Gehen wir weiter. Unser Ziel ist, das Ziel zu finden. Kann man machen. Ja, Shepard. Genauso macht man das. Einfach mal so einen Biotikball auf den Boden werfen. What? Ich hoffe, eines Tages auch über Kampffähigkeiten zu verfügen. So wie ihr. Das wäre cool. Ich mag Glyph. Hat zwar eine ziemlich komische Stimme, aber dafür ist sie prägnant. So. Was haben wir denn hier? Mehr Archiv, ja. Super. Aber hier liegt was rum. Präzisionsgewehr, Hochgeschwindigkeitslauf und ein Terminal. Ah, okay, mit Credits. Dachte, vielleicht kriegen wir hier ein paar Informationen. Komischerweise haben wir für den Codex noch gar nichts erhalten, ne? Obwohl wir hier... Wer sich mit Shepard anlegt, kriegt es mit mir zu tun. Obwohl wir hier so viel Informationen, Geschichte und sowas erleben. Hm. So. Man kann dich auch durch dein Schild kaputt machen, wenn man an der Seite von dir steht. So. Gibt nur leider nichts für einen Briefschlitz. So, was ist das? Ich habe 18 bislang unbekannte historische Ereignisse katalogisiert. Wo ist das Ziel, Glyph? Es sucht nach einer geheimen Kammer und wollte nicht gestört werden. Okay. Geht's hier raus? Ich habe es mit Ihnen verwechselt. Ja. Spür's wieder auf. Blöde Maschine. Raus vielleicht nicht, aber es geht hier tiefer. Okay. Sind wir gleich am Ziel? Vorhin waren es 200 Meter. So weit kann er nicht gekommen sein. Das ist ein Medikit. Okay. Wie konnten wir das denn aufheben? Ach, das liegt in der Ecke. Okay, gut. Ach, noch so ein Riesen... Ui! Auf den Steg! Hier ist Team Mako. Wir haben sie im Visier. Ihr Team Hammer. Wir leisten moralische Unterstützung. Hier ist ein 800 Pfund schwerer Kroganer, der für die nötigen Bumps sorgt. 800 Pfund wiegt so ein Kroganer? Das ist ja 400 Kilo.
Das ist ganz schön krass. Den nimmst du nicht mal eben so auf den Arm. So. Was denn, wie denn, wo denn? Commander, eine größere Gruppe Soldaten, die sich Razor-Truck nennt, ist direkt vor uns. Sie will ihnen körperlichen Schaden zufügen. Außerdem habe ich in Kammer 347b ein Paarungstotem der Elkor entdeckt. Faszinierend. Ja, Paarungstotems finde ich auch faszinierend. So, Leute, was macht ihr denn hier? Okay. Der Mac ist Geschichte. Deshalb wollte er wahrscheinlich Macs kaufen. Aber die Aussage, warum gehen sie einfach vorbei, gibt es hier nichts zu sehen, verstehe ich nicht. Da war ja wirklich nichts. Okay. Die Frage ist, welchen Shepard? Stirb! Hier spricht Team Proteana. Mein Bodycount ist höher als der von Ihnen allen zusammen. Das ist auch sehr cool, dass man endlich mal mit allen zusammenkämpfen kann. So. Komm schon raus. Natürlich hatte ich noch genau einen Schuss im Magazin. Kennt ihr das? Ihr geht mit dem Maschinengewehr in den Kampf rein. Schießt einmal und bam, müsst ihr nachladen. Ha! Toll. Keine Sorge, Glyph. Ich werde nicht sterben. Kann man die eigentlich auch Briefschlitzen? Ja, bestimmt. Wenn sie nicht sich vorher wegdrehen und wir Erste Hilfe einsetzen. Das ist Quatsch. Ja, man kann sie durch Briefschlitz töten, aber er hat es nicht so gerne. Und es ist ganz schön munitionsraubend. Ja, okay. Mal ganz davon abgesehen, zählt es nicht. Vielleicht sollten wir dem einfach sein Schild wegziehen. Warum auch immer, dass wenn die mit dem Schild etwas weiter entfernt sind, es nicht zählt. Also der Schild, der geht, den kann man trotzdem wegziehen, aber sieht aus, als hätte ich mal wieder jedem den Arsch gerettet. Das System sagt halt, es bringt nichts. Weiter vorrücken. Ja, mach mal, Brooks. Ist kein Ding. So, weiter vorgerückt. Wo kommen wir jetzt hin? Sind wir noch verstärkt? Jetzt schon? Uah. Nee, jetzt habe ich es ausgemacht. Jetzt sind wir wieder verstärkt, ne? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte auf RB, Warp. Ziel eliminieren. Sind wir bei Shepard? Also bei Shepard? Commander, Ihr anderes Ich möchte, dass ich eine Nachricht an Sie weiterleite. Shepard, sparen Sie sich die Mühe. Sobald ich habe, weswegen ich hier bin, sind Sie ohne Bedeutung. Los, Drohne, übermitteln. Oha. Na gut,
Dann würde ich aber an dieser Stelle sagen, bevor wir Shepard eliminieren, gehen wir erstmal in eine kurze Pause. Wir sehen uns übermorgen wieder im nächsten Part. Und ja, machen an dieser Stelle einen Cut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis zum nächsten Mal sage ich Keep Gaming und ciao.